Ahoi Krautianer und herzlich willkommen zu unserem neuesten Review. Eins der meistbegehrtesten Schiffe seit langer Zeit. Seit das erste Mal angekündigt worden ist, damals auf dem Devblog, da wart ihr schon heiß drauf. Es geht natürlich um die Maine. T-11, Schlachtschiff, Superschiff der Amerikaner, Nachfolger von der wunderschönen Montana. Montana ja eins der ältesten Schlachtschiffe, die wir im Spiel haben. Und jetzt endlich gewürdigt mit einem vernünftigen Nachfolger. Die Maine, meine Freunde, wird euch Spaß machen. Ich bin gerade ein paar Runden mit der gefahren und ich hatte richtig Spaß. Hatte ich schon lange nicht mehr so viel Spaß hier in World of Warships. Sehr interessantes Schiff, aber mal ganz entspannt. Wir gehen hier alles jetzt Schritt für Schritt durch. Wer das ganze Blabla nicht haben möchte, ihr solltet aber diesmal aufpassen, das ist nämlich sehr wichtig, gerade für die F-Skill. Könnt ihr gleich weiter skippen hier zur ersten Runde, findet ihr unten die Leiste, könnt ihr anklicken. Aber jetzt gucken wir uns das Schiffchen erstmal in Ruhe an. Optisch, absoluter Hingucker, wunderschön anzusehen. Die Felix-Türme natürlich brachial, gewaltig, groß. Geschmackssache mit den Felix-Türmen. Ich kenne viele, die sagen, das sieht sau hässlich aus, weil die halt so unästhetisch und so gewaltig aussehen. Aber ich feiere sie, ich mag sie. Und hinten haben wir sogar nochmal zwei Felix-Türme. Heißt, wir haben hier 16 Schuss in der Luft, die wir Richtung Gegner abfeuern können. So, 16 Schuss. Jetzt haben viele so die Genauigkeit von der Montana in der Kopf. Sigma 1,9. Muss ich euch gleich mal enttäuschen. Sigma-Wert, ein Wert, den wir hier im Spiel nicht haben. Sigma-Wert zusammen mit der Streuung ergibt ungefähr eure Streuellipse, wie die Granaten ungefähr beim Gegner einschlagen. Und wir haben hier einen Sigma-Wert von 1,7. Bedeutet rein, was die Genauigkeit angeht, sind wir da leider recht schlecht aufgestellt. Ich kann euch das hier auch mal zeigen. Blopp. Hier haben wir eine wunderschöne Übersicht. Müsst ihr mal... Ich bin noch mein Kopf davor. Gut. Ich bin mal hier so ein bisschen in der Mitte. Müsst ihr mal hier einfach darauf achten. Patria, Hannover, Satsuma, Devastation, Maine. Und die Maine hier hinten liegt bei 1,7. Devastation aus, Satsuma 2,1. Hannover und Patria haben 1,8. Geht natürlich dann auch noch um die Streuung, weil das variiert hier gar nicht so extrem stark bei den Schiffen. Aber Sigma-Wert technisch sind wir tatsächlich zusammen mit der Devastation der unterste Bodensatz. Und da werden jetzt viele sagen, ey, warum das denn? Gerade mit der Montana, da kann man doch so wunderbar eigentlich immer agieren mit dem 1,9er-Wert. Manchmal, klar, geht auch mal ordentlich was daneben, aber es war immer in Ordnung. Warum geht das jetzt so runter? Hat einen Grund, Sigma-Wert und Streuung allgemein hier nicht ganz so geil, weil wir einfach 16 Schuss in der Luft haben. Und ich sage euch gleich, das Ding ist eine brachiale AP-Schrotflinte. Der Damage, der AP-Damage ist wirklich, das Potenzial ist gewaltig. Der Seite gerade AP, AP, DPM haben wir hier das höchste von allen Elfern. Rein theoretisch, wenn wirklich jede Granate immer wirklich gut treffen würde, drücken wir hier mehr, als wenn es Satsuma drücken würde. Denn krass, umsetzungstechnisch kommt es darauf an, wie ihr spielt und wie das Glück euch dann natürlich hold ist. Mit einem Sigma von 1,7, da muss Glück schon ordentlich mitspielen. So, nun haben wir das schon mal geklärt, rein Hauptbatterie technisch, was die Genauigkeit angeht. Das sind halt immer Werte, die man im Spiel nicht nachvollziehen kann. Jetzt geht's los. Panzerungstechnisch gucken wir uns mal alles hier an. 38 mm Deckpanzerung. Wir müssen an der Seite das hier sogar mal wegnehmen. Außenschutz die 32 und dann haben wir noch Panzergürtel 432 mm. Lecker, nehmen wir 356 da unter dieser Dellenschutz, aber hier oben 432er und wie gesagt, da vorne noch die 32er, muss man noch zurechnen. Royal, frontal 32 mm, Träumchen, sprich wir können auch ordentlich wegtanken. Auf dem Arsch hinten haben wir die 38, aber ganz hinten auch die 32er. Das heißt hier gerade was... das ganze Schiff angeht mit den 38ern, da werden sich viele Kreuzer, vor allem die mit HI euch beschießen, werden sich die Zähne ausbeißen. Und das ist auch gut so. Genauso muss es mit Schlachtschiffen auch sein. Frontal können wir auch nochmal gucken. 457 mm. Da schießt erstmal frontal durch und macht ordentlich Damage. Ja, Satsuma und Co. können das. Aber alles andere? Nicht wirklich. Geil. Panzerungstechnisch ein Traum. Aufbaut natürlich gigantisch, darf man nicht vergessen. Das ist immer so das Hauptziel, gerade von Kreuz und alles, was euch irgendwie abfackeln möchte. Das ist natürlich kein Problem, da den Schaden zu machen mit den 19 mm. Aber der Rest sieht verdammt gut aus. So, wir haben 115.000 Leben. Wir haben einen Torpedoschutz von 51%. Wir können das noch weiter ausbauen, ne? Wir können das noch verbessern. 51%. Boah, geiler Torpedoschutz. So muss es sein als Schlachtschiff. Hauptbatterietechnisch können wir auch mal reingucken, die 4x4 406er. Kalibertechnisch ist es nicht hochgegangen, wir sind bei den 406 mm geblieben. Mindestdauer für den Wechsel, Granaten habe ich geskillt, damit schneller geht, liegt bei 14 Sekunden. Dauer für eine 180 Grad Drehung 31,3. Maximale Streuung liegt bei 269 Meter und Reichweite liegt bei 24,2. So, interessanteste Stats hierbei jetzt noch. Ich rutsche mal ein bisschen rüber. HE-Granaten könnt ihr größtenteils eigentlich ignorieren. Spannend hierbei bloß, die HE-Granaten sind schneller als die AP-Granaten.
warum auch immer. 36% Brandchance ist okay. Ihr werdet aber hauptsächlich AP schießen. Das werdet ihr gleich in den Runden auch sehen. Mit AP 762 Meter pro Sekunde leider ultra langsame Granaten. Damage 13,5 bei einer Zitadelle ist aber in Ordnung. Ist also das gleiche, wie wir es bei der Montana eigentlich auch schon kennen. Wer mit der Montana eingespielt ist und gut trifft, wird hier mit der Main seinen Spaß haben. Das kann ich euch versprechen. Achso, was ich euch gar nicht gesagt habe, oder besser darauf eingegangen bin, die Nachladzeit liegt bei 35 Sekunden. Das heißt, wir haben eine deutlich höhere Nachladzeit, als wir das jetzt bei der Montana hätten. Da haben wir 30 Sekunden. Das heißt, wir haben jetzt insgesamt 4 Schuss mehr. Wir sind ungenauer, haben aber 5 Sekunden mehr Nachladezeit. Da werden jetzt viele sagen, what? Was soll das denn? Das gleiche kennen wir schon bei der Devastation. Devastation hat aber zum Beispiel keine F-Skill dabei, keine Besonderheit. Aber ich muss wirklich sagen, 16 Schuss, es trifft immer irgendwas. Es ist einfach, es haut immer irgendwas rein. Und wir haben trotzdem das geile amerikanische AP, was einfach bloß reinkloppt. Müsst ihr mal gespielt haben, um das so richtig nachvollziehen zu können. Aber wie gesagt, wer mit der Montana gut klarkommt, wird mit der Main seinen Spaß haben. Vielleicht nicht der Satsuma-Killer schlechthin, aber es ist der Kreuzer-Killer und alles, was irgendwie mal breit sieht, auch nur ein bisschen fährt, der Killer schlechthin, weil der einfach bloß reinballert bis so geht nicht mehr. Außer es ist jetzt zu weit weg. Wenn ihr auf 24 Kilometer versucht, jemanden zu snipen, dann kann ich euch auch nicht mehr helfen mit der Genauigkeit, was das Schiff jetzt hier hat. Aber sonst alles andere, geil. So, ich schwärme viel zu doll. Ich hätte erst das Hafenvideo machen sollen, dann die Runde fahren sollen. Das hat einfach zu viel Spaß gemacht. Wasserbomben kloppen auf 11 Kilometer raus. Geil, das freut die U-Boote. Flugabwehrwert von 97 haben wir hier. Wir haben 13 Granatexplosionen in einer Salve. Geil. Trefferwahrscheinlichkeit aber leider bloß 75%. 13 Explosionen, achso, Moment, seht ihr gar nicht. Ist aber schon mal eine Ansage. Wirkungsbereich ab 6 Kilometer. Flugzeuge können wir also gut vom Himmel holen. 31,9 Knoten schnell, Wendigkeitsradius 1 Kilometer und Ruderstellzeit 20 Sekunden. Autsch, ist nun mal gewaltig der Schiff. Tarnwert trotzdem 14,3. What? Keine Ahnung warum, aber 14,3. Nehmen wir mit. Jetzt passt mal gut auf. Der S-Skill. Also Verbrauchsmaterialien allgemein, wir haben bloß eine Heilung dabei. Reparaturmannschaft 911 TP pro Sekunde, maximal ausgebaut. Besser geht nicht, für eine halbe Minute. Module sind alle wie folgt drin, Signale sind wie folgt drauf. Das könnt ihr so 1:1, wenn ihr sie irgendwann mal haben solltet, kopieren. Aber das Interessante ist, es ist hier. Sofortige Gefahrenbeseitigung. Das, meine Freunde, ist ein Skill. Das habe ich mir vorher schon ganz cool eigentlich vorgestellt in den Runden, gerade im aktuellen Meta, wo HE ja so viel gespielt hat, wo mit den Bränden, wo die so richtig eklig sind und euch die Runden so richtig versauen. Und dieser Skill, meine Freunde, sorgt dafür, dass alle HE-Meta-Schiffe da draußen das Kotzen kriegen. Aber so richtig. Vielleicht nicht in jeder Situation, aber in manchen Situationen. Und die habe ich auch schön im Videomaterial eingefangen, könnt ihr euch gleich mal angucken. Was macht der F-Skill? Erstmal, ihr müsst ca. 15 bis 17 Schuss ungefähr an den Gegnern bringen. Achtung, ihr müsst hier die Gegner direkt treffen. Treffen bedeutet nicht bloß um das Schiff herum irgendwo ins Wasser platschen lassen. Ihr müsst das Schiff treffen, ihr braucht einen direkten Hit. Sei es ein Abpraller, egal was. Hauptsache, die Granate trifft das feindliche Schiff. Davon 15 bis 17 Stück so ungefähr. In dem Dreh, dann haben wir es auf 100% und dann wird es interessant. Wir haben den F-Skill aktiv, also sprich, wir könnten die F drücken, damit er denn losgeht. Und jemand fackelt euch ab. 2 Stellen, 3 Stellen, whatever. So, oh scheiße, ich kann nicht mehr löschen, Mist. Drückst den F-Skill, jeglicher HE-Schaden, also der nicht HE-Schaden, sondern der Brandschaden von den Bränden plus von den Wassereinbrüchen, falls welche da sind, minus 65%. Das hört sich jetzt erstmal extrem geil an. 65, ah ja, das ist aber immer noch so viel übrig. Ich habe was vorbereitet, passt mal auf. Gibt hier eine sehr geile Seite. Die Seiten habe ich übrigens, die ich hier verwende für das Video, alle verlinkt unten. Könnt ihr euch da alle angucken. Guckt euch das mal bitte hier auf dieser Seite an. Kein Schreck kriegen, ich zeige euch das direkt, wo ihr hier gucken müsst. Maximal Damage per Fire, so. Ein Brand. Ich habe jetzt alles maximal ausgebaut, um den Brandschaden theoretisch, die Brandzeit zu reduzieren. Und ich würde jetzt bei einem Brand, maximal bei der Main, würde ich noch knappe 12.000 Schaden bekommen. So, jetzt aktiviere ich mal den Skill. Achtet mal auf die 11.975. Jetzt ist der F-Skill an und aus diesen knapp 12.000 wären nur noch 4.000. Ja, tatsächlich. Und das Ganze hält knappe 50 Sekunden. Das heißt, ich kann das so timen, dass die Brände komplett durchticken und einfach mal bloß noch ein Drittel Schaden machen. Heißt, um den Schaden von einem Feuer, muss irgendein HE-Schiff, egal was euch da beschießt, mit HE, mit einem Feuer, wo er normalerweise 12.000 drückt, macht er 4.000. Wenn er den gleichen Damage haben will wie bei anderen Schiffen mit einem Brand, müsste er dich dreimal abfackeln, um das überhaupt zusammenzukriegen. Das ist heftig, oder? Das ist richtig heftig. Das ist situativ natürlich schwierig einzusetzen, da muss man ein bisschen Erfahrung haben. Aber wenn du das drauf hast und es
ist mir sehr gut gelungen, muss ich sagen, weil ich mir das schon gut vorstellen konnte, wie ich das machen möchte, dann ist das einfach nur geil. Dieser Skill, dieser F-Skill ist einer der geilsten, den wir je gekriegt haben. Er pusht nicht die Damage in dem Sinne, okay, gehe ich mit, aber die Überlebensfähigkeit, das ist genau das, was wir seit Jahren haben wollen gegen das HE-Meter. Das ist das Erste, was wir seit Ewigkeiten bekommen, um gegen das HE-Meter so ein bisschen anstinken zu können. Klar, ist der Skill nicht ready, muss ich wieder erstmal wieder treffen. Wenn ich da zwischendurch abgefackelt werde, brenne ich lichterloh, da kriege ich ganz normal Schaden. Aber ist das Ding an, dann haben wir für, na nicht 50 Sekunden, für 45 Sekunden, haben wir dann tatsächlich diesen reduzierten Brand- und Wassereinbruchschaden. Wie gesagt, die HE-Granaten, die einschlagen, der HE-Alpha-Schaden, der ist nicht betroffen, rein nur der Schaden, der tickt. Und das macht einen großen Unterschied aus. Ob ich da jetzt bei drei Bränden 36.000 Schaden bekomme oder bloß 12.000 oder halt bei einem Brand 12.000 und da wären 4.000 drauf, das ist schon eine Ansage. Und wenn ich das mehrmals in der Runde hinbekomme, da geht eine Menge Damage flöten für Gegner. Mein William F. Holtz ist deswegen auch angepasst. Ich habe tatsächlich mitgenommen, spiele den mit dem Feuer. Brandschutz weggelassen, scheiß auf Brandschutz, hier braucht kein Mensch. Spiel mit dem Feuer mitgenommen, jedes Mal, wenn ich brenne und der F-Skill ist ready, lasse ich das austicken, habe den F-Skill aber dann halt aktiviert. Solange der Brand tickt, habe ich einfach mal Ladezeit minus 10%. Habe ich zwei Brände drauf, 15%, 20% und so weiter, je nachdem, wie oft ich brenne. Das Ganze könnte man theoretisch noch hochpushen. Den wir auch noch super schwere AP-Granaten mitnehmen. Den Skill hier weglassen, dafür das noch mitnehmen. Und dann habt ihr hier, dann brennt ihr fast eine Minute. Könnt das aber fast komplett negieren. Habt den aber die ganze Zeit auch noch immer den erhöhten, habt ihr immer noch den erhöhten AP-Granatschaden. Plus, ihr habt ja auch noch den Brand- und Wassereinbruchschaden, die Reduzierung über den Skill. Das heißt, wir haben ja nicht bloß 65%, sondern 75%. Das ist aber bloß was für ganz hart gesorgte, die wirklich das aufs Maximum treiben wollen. Sonst hier die Skillung kann ich euch empfehlen. Damit seid ihr gut unterwegs. Die Main übrigens, hätte ich mal gleich erwähnen sollen, gibt es übrigens für knappe 100 Millionen Credits im Auktionshaus. Erstmal. In knapp 2 Monaten könnt ihr sie frei erspielen. Die 100 Millionen Credits, die da geboten werden, das ist erst das Startgebot. 900 insgesamt werden rausgehauen. Auf allen Servern haben sie geschrieben. 100 Millionen Credits ist das Minimumgebot, Startgebot. Heißt, Main, die wird sehr begehrt sein. Da wette ich mit euch, da werden die Sachen hochgehen, die Gebote auf 400, 500 Millionen, könnte ich mir vorstellen. Also wer die haben möchte, muss hier bestimmt schon eine halbe Milliarde circa investieren, um da Glück zu haben, die zu kriegen. Achtung, in knapp 2 Monaten, wie gesagt, könnt ihr es aber auch normal erspielen. Daher bleibt da mal ganz entspannt. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Gameplay zu einem der geilsten Schiffe, die ich seit langer Zeit gespielt habe. Viel Spaß! Da sind wir auch schon in der ersten Runde mit der Main. Mal schauen, was das wird. Erstmal auf AP umladen, ganz, ganz wichtig. Der besondere F-Skill. Bin ich mal gespannt, ob wir den ausfahren können. Und vor allem, ob wir mit den Brennen jetzt auch arbeiten können. An sich klingt es interessant. Das wäre jetzt endlich mal ein Schiffchen wieder, wo wir auch mit dem Skill arbeiten können, sodass, sobald wir brennen, unsere Nachladezeit um 10 Sekunden wäre toll, 10% runtergeht. Mein 35 Sekunden Ladezeit ist halt schon heftig, ne? Ja, mal gucken. Aber gerade da würde das extrem einwirken. Ich bin gespannt. Ich bin Olaf und liebe Umarmung. Okay. Alter, nach 23 Uhr World of Warships Runden geht gar nicht. Alles klärchen. Dann wollen wir mal. Die Karte ist okay, leider auf der falschen Seite gespawnt. Bungo drüben, Bungo. Was, dreimal Bungo? Dreimal Bungo bei uns hier, was ist hier los? Okay. Gegner im Shikishima, Ohio. Mal gucken. Mit die hier rumlabern, hoffe ich mal, dass sie hier alle easy peasy wegmachen. Ich bin gespannt. Meine allererste Runde Main. Ihr wisst, was das heißt. Die ersten 8 Salven gehen daneben. Gott, ne Gato bei den Gegnern. Danach one-shottet man mal irgendwas. Ich bin gespannt. Es sieht schon cool aus, ne? Es sieht schon ein bisschen gewaltig aus mit den Felix-Türmen. So von der Optik her, wenn wir einfach bloß mal so reingucken. Hier schon ein bisschen pervers aus. Okay. Hauptsache, da kloppt auch pervers rein. 14-3 Tarnwert, damit lässt sich arbeiten. Da haben wir eine Preußen. Steven Smith kommt da lang. Und jetzt drehen wir mal direkt ein bisschen ein. Weil da zwischen A und B könnte nämlich auch schon einer stehen und uns gleich abaimen. Und jetzt reicht's aber, jetzt können wir schießen. So, wichtig, unseren F-Skill. Das Ganze wird sich bloß auffüllen, wenn wir auch Treffer einfahren. Jetzt bin ich mal gespannt. Vielleicht sollten wir mal eine Salve zwischendurch haben, wo wir nicht treffen. Könnte schon passieren, dass das ordentlich runtergeht. Ah, 11.000, schönes Ding. So, achtet mal drauf. Jetzt haben wir 4 Treffer und jetzt ist das Ganze halt um ein paar Prozent hoch. Natürlich schwierig jetzt für uns zu erkennen, wie viele brauchen wir da jetzt noch. Das müsste jetzt prozentual angezeigt werden, dann könnte man damit besser arbeiten.
Willst aber leider nicht. Hallöchen, Gato. Gato steht da einfach bloß. Nee, Gato taucht ab, wird nichts mehr, zu lange nachgeladen, schade. Für Preußen, nächste Salve. Wir treffen 11.000 auf eine frontalfahrende Preußen. Boah, nett. Preußen fährt einfach so weiter, das ist gut. Bleibt jetzt nicht stehen, bleibt auch nicht. Das ist nett. Und da kommt eine Partisane von der Seite. 4-4-2-2. Wir brauchen ja rein... Au, 15.000. Wir brauchen ja rein rechnerisch. Mensch, Hannover, gib Gas hier. Wir brauchen ja bloß rein rechnerisch den F-Skill bloß voll machen. Und dann brauchen wir bloß abwarten, theoretisch. Dann brauchen wir bloß auf einen Moment warten, wo wir nutzen. Weil dann geht er ja auch nicht mehr runter. Bom, bom, bom. So, Salve raus. Das ist schon eine Ansage hier mit 16 Schuss. Ich meine, sind 406 mm, dürfen wir nicht vergessen. Die 457 hätte ich natürlich lieber gesehen, aber das wäre, glaube ich, ein bisschen zu viel. Bums, 13.000. Preußen frisst gut. F-Skill ist voll. Heißt, jetzt haben wir schon die Chance, Schaden durch Brände, Wassereinbruch und also die zu verringern um 65% und jetzt den Flugabwehrschaden auch noch um plus 25% hier hochficken zu lassen. Würde uns hier aber jetzt halt nichts bringen. Würde uns halt hier gar nichts bringen. So, da ist ein Patri, da ist ein Rauden. Rauden kommen nicht an. Patri schießt daneben. Hoffe ich zumindest. Patri, Patri, Patri. Probieren wir mal zu treffen. Jetzt das Problem. Wir haben die Gearing vor uns und wir haben die Guard vor uns. Und unser U-Boot ist down. Jetzt muss die Daring von uns da. Shit. Das ist jetzt nicht so schön. So, Türme. Wie dreht ihr? Leider nicht 360 Grad hinten. Das wäre cool gewesen, aber leider nicht. Bei Treffer ein bisschen Damage. Ist okay. Takahashi wäre schön, wenn wir den wegkriegen. Oh, der hat nicht auf mich geschossen. Okay. Takahashi, Takahashi. Unwahrscheinlich, dass wir den da jetzt wegflexen. Der steht schon so, dass er direkt wieder einlenken könnte. Ich meine, ich kann es mal probieren. Irgendwo dahin. Da ist die... Ah, scheiße, jetzt geht die Gearing auf. Jetzt ist die Gearing aufgegangen. Genau der falsche Moment dafür. Mist. Aber auf der Entfernung, den rauszunehmen. Sehr unwahrscheinlich. Ah, sehr unwahrscheinlich. 4000 Damage ist okay. Immerhin Treffer. Immerhin, immerhin. Oh nein, mein Freund ist tot. Okay. Der scheint sehr mitteilungsbedürftig hier zu sein. Aber sollen sie machen. Solange sie niemanden beleidigen, ist mir das eigentlich egal. Bobobom. Geht das vorne noch rüber? Ich hoffe doch. Sieht fast so aus. Na, fast. Fast alles. Bitch! 5-8. Und 4-4. Oh, schon in Ordnung. So, jetzt muss ich aber eindrehen. Ich bin schon viel zu dicht dran hier. Das wollte ich überhaupt nicht. Daring hängt da. Zum Glück von den Torps nicht getroffen. Solange der Smokey noch sitzt, komme ich hier safe rum. Bin hier viel zu dicht dran. Das war überhaupt nicht mein Plan. Könnt ihr euch bestimmt schon denken. Das war alles aber nicht mein Plan. Ein bisschen Glück können wir die Gearing gleich schön erwischen. Schiss wegen den Gearing-Tops und den Gato-Tops halt so in Kombination. So, 16 Schuss Gearing. Tschüss. Bums. Das ist so, als ob du in irgendeinen Raum reinkommst und so eine Schrot findest, so genau vor deinem Gesicht. So, wumm. Schönes Ding. Gearing down. Ich weiß nicht, wie oft der da gerade gestorben ist, aber ich glaube, die 4000 Schaden habe ich gerade ihm mehrmals gedrückt. Da sind hier einige Schuss gerade reingegangen. Oh, was eine Salve. Das war lecker. Das war richtig lecker. Problem ist, die Gato, die eiert jetzt hier noch irgendwo rum. Gato arbeitet ohne Ping. Also müsste ohne Ping arbeiten, alles andere wäre merkwürdig. Und jetzt geht's los. Passt mal auf. Der Brandschaden wird jetzt runtergesetzt. Achtet mal auf den Schaden von dem Brand, den ich jetzt kassiere. Der ist jetzt deutlich verringert und meine Nachladzeit liegt jetzt bei 28,2. Und das war nämlich der Gedanke. Darum wollte ich das mitnehmen. Parallel können wir natürlich auch schon hier gegenreppen. Das ist ja kein Problem. Und so haben wir jetzt in dieser Situation theoretisch die Möglichkeit, den Brand so gesehen zu negieren. Er tickt trotzdem. Klar, macht Schaden. Aber ob ich nur 12.000 fress oder halb plus 3.000 von einem so einem Brand komplett durchtickend, ist halt schon ein Unterschied, ne? Der wird sich jetzt wundern, hey, warum habe ich so wenig Schaden gemacht? Und ich habe so gut wie gar nichts kassiert, habe jetzt aber die ganze Zeit einfach mal minus 10% Nachladzeit gehabt. Ist geil. Statt 33, dagegen, den ich jetzt hier die 28, 29, was ich gerade hatte, das ist schon eine Ansage. Das kann dir in manchen Situationen Arsch retten. Brauchst aber den Skill halt ready. Aber Achtung, kein Cooldown. Kann ich direkt wieder hochspielen jetzt auch. Ist situativ natürlich, ist sehr situativ. Aber cool, dass wir mal ein Beispiel haben. Das erste Mal, glaube ich, in World of Warships, dass ich mich über einen Doppelbrand gerade gefreut habe. So, was ist mit dir da? Was mir fehlt, ist ein Reichweitenflieger, aber das sage ich immer. Gerade in so einer Situation hier hätte ich den sehr gerne. Um mir einfach besser rüberballern zu können. Ach, jetzt wird auch noch unsichtbar. Schade. Steven. Steven Smith macht mich auf mit so einem Fliegern.
Und Ditch, ein Treffer. Der kann da rüberballern. Als ob der da rüberballern kann. Willst du mich verarschen? Ja, ist klar, Steve. Ist klar. Wisst ihr, was mich sehr wundert? Wo? Oh, der Schnatterkopf ist tot. Wo zum Teufel ist die Yato? Warum nehme ich die ganze Zeit schon keine Torps? Das irritiert mich sehr. Da ist er. Okay, haben ihn gefunden. Gato, fährt den etwa da lang. Wird wahrscheinlich noch weiter weglenken. Irgendwo da. Und der hat sogar mich getorbt. Interessant. Hätte mir lieber schießen sollen. Da hätte ich eine volle Salve auf den abgeben können gerade. Und direkter Treffer. Sauber. Schöner Hit. 3 Ausfälle. Und welchen Schaden zweimal. Das war lecker. Das war aber richtig lecker. Gato. Komm rum. Killt ihn. Der muss unbedingt weg. Prinz Eisenherz. Irgendwo da. Plopp. Weiß gerade nicht ganz genau, aber irgendwo da. So, Takahashi, was ist mit dir? Dann wollen wir mal. War Takahashi? Komm. Gib mir mal so ein 6. Oh, der wird langsamer. Nein! Sau! Ach, ich bin rechnen müssen. Der langsamer. Der wird ja einfach langsamer. Unerhört. So, Treasure Stone, Kleber Stone, Baller aus Bones Stone, Yu Yang Giring bei den Gegnern. Aktuell? Ist noch ganz spannend aus. Man aktuell nicht mehr gewohnt in den Runden. Doch zu lang das Nachladen. Mit der Monty hätte ich ihn jetzt schon. Scheiße. 3, 2, 1. Und ich kann nicht mehr rüberballern, ne? Probier es noch. Na, jetzt stimmt einfach. Oh, wie man's macht, ist falsch. Die Gato hat überlebt. Das ist ein Riesenproblem. Die Gato. Der hat überlebt. Scheibenkleister. Das ist ein richtiges Problem. Aber jetzt hat er nochmal die Chance, irgendeinen hier mit einer Salve theoretisch rauszunehmen. Hätte sterben müssen. Hätte ich mal vorne geschossen, bevor ich die Flieger gezündet habe. Ich meine, dadurch, dass ich die Flieger gleich darauf geschickt habe, habe ich halt einen direkten Hit und 2 Bereichsschaden gemacht. Aber so eine volle Salve mit 16 Schuss hätte vielleicht auch an die 5.000, 6.000 gemacht. Wenn überhaupt. Ist ja ein bisschen besonders immer bei den U-Booten. Willst du die besser gepanzert als alles andere im Spiel? Hallöchen, Chauden. Überraschung! Das ist eine schöne Überraschung jetzt hier. 60, was könnte das war. Hey, Chauden. Und Bums! Sorry. Was ein Überraschungsmoment. Oh, die arme Sau. Oh, er tut mir so leid. Ah, komm hier gleich, loben. Loben, würdiger Gegner. Es tut mir so leid. Ich kenne diese Momente als Rauden. Kommst nix an, nix, hast du was, fährst ein bisschen vor. Und irgendeiner, irgend so ein Arsch von der Seite, wumm, rotzt dich komplett aus dem Leben. Leider schon selbst zu oft erlebt. Ach, der Arme, der tut mir leid. Der tut mir leid. Sag mal, Preußen, was zum Teufel machst du da? Man denkt, der spielt Desmo. Preußen muss reinpushen, weiß man doch. Why are you camping? Fragen über Fragen. Oh, F-Skill haut ab. Ich hasse dieses Geräusch. Das ist so widerlich. Und wie schnell das runtergeht. Oha. Da. Lass mich preußen. Hopp. Hoffen wir mal, dass wir den gut treffen. Das sieht gut aus. Bums, 20k. 5 Treffer leider bloß. Und 16 Schuss halt nicht viel, wenn da bloß 5 reingehen. Das ist überhaupt nicht viel. Upp. Herum. Scheiße, die Türme nicht 360 Grad drehen. Colombo-Style, das wäre cool. Das wäre echt cool. 33,5 haben wir jetzt durch Adrenalinrausch. Hallöchen, Preußen. Ein bisschen höher. Da ging mir gerade zu viel, ehrlich gesagt, auf Wasserlinie rein. Und Quatsch! Siehst du, nochmal 20k, sauber. Der hat mich nicht mehr auf dem Schirm gehabt gerade hier. Dabei hat gerade die Chauden weggebombt. Fuck Subs, not going to GG. Okay, Lily White Mouse, alles klar. Letzten Sekunden, Sekundäre, fackel mich mal ab bitte, dankeschön. Boing. Wenn wir da rückwärts runter lang fährt. Oh nee, der steht geblieben, Leute, steht ja. Die Schirm hat mich beschossen von der Seite, frech. Echt mich beschossen? Hätte ich mich beschossen, so. Stirb jetzt! Fuck! Und dann machst du bloß 10.000. Das ist so typisch. Wenn mal einer krepieren muss, weißt du, dann krepiert er nicht. Und nichts mehr, was mir groß helfen könnte. Shikishima darf ich auf keinen Fall doll erwischen.
Und ist weg. Sauber. Ganz wichtig, ganz wichtig. Türme rum. Higashima hat nicht gut vorgehalten. Nimm alles zurück. Das tat sehr weh. 5, 4, 3, 2, 1. Lad nach den Kahn. Und gut, da. Hauptsache ich treffe. Hauptsache ich treffe. Der F-Skill muss voll sein. Wunderschön. Nicht viel, aber immerhin. Ja, lieber auf Nummer sicher gehen. So, A, können sie cappen. Und wir kümmern uns jetzt mit um die Shikishima. Aber der ist schneller. Der ist schneller. Der sieht ja ganz lecker aus. Wo auch immer die Gato abhängt, das würde ich ja gerne mal wissen. Wo auch immer die Gato ist. Okay, F-Skill ist bereit. Falls mich nochmal einer abfackelt. Wer könnte mich hier abfackeln? Niemand eigentlich. Ganz Schlachtschiff, wir leben noch. Ah, die Sekundäre vielleicht. Sehr schön gemacht, Hannover. Jetzt holen wir B, jetzt holen wir A. Jetzt können wir Punkte technisch endlich mal aufholen. Krass, 250 zu 288. Nach knapp 13 Minuten. Was ist hier los? Ich muss mehr meinen Presseaccount spielen, viel bessere Runden. Was zum Teufel? Irgendwo ist Vigato. Oh. Die Wuchtel fährt da hinten rum. Der Wuchtel, die Wuchtel. Bam, bam, bam. Was ein Name. Ah, lenkt er weg? Nö, er fährt weiter. Ich glaube, meine Seilwalde gar nicht gesehen. Ach, schade, muss abpraller. Mist. Ohio down. Sehr schön, Hannover. Alter, der rasiert hier. Der rasiert. Und bloß Deko. Sieht langsam sehr gut aus für uns. Bin noch nicht spotted. Gato ist also nicht hier irgendwo dran. Wer kommt raus? Achso, die haben noch ein Boot. Die haben noch ein Submarine. Der ist natürlich blöd. Hi, Hannover. Alles dazu mal, Alter, hinten rum. U-Boot ist hier links irgendwo. Bums! 9,8, 8,5. Ladezeit der Hauptbatterie verringert. Sehr geil. Plopp. Was haben wir jetzt mit Holzi? Wir haben 26,3. Geil. Ah, es war ja nach links gefahren. Scheiße. Aber Patri lebt noch. Patri lebt immer noch. Patri ist tot. Sauber. Sauber, 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 sauber. So, Satsuma ist da oben. U-Boot ist auch hier oben. Da kommt U-Boot. Die Richtung. Die Richtung? Da ungefähr? Ich hab keine Ahnung. Was immer das Spiel mir da gerade zeigen wollte. Das zeigt ja die Richtung, wie er fährt jetzt eigentlich, ne? Das war angenehm. Gute Torps, U-Boot, gute Torps. Hannover's down, schade. Bin wieder nicht getroffen. Eine Minute Pick. Jetzt ist ja ganz woanders. Ach, ich hab da keinen Bock drauf. Dazu mal komm rum da. Komm, wir battlen uns. Scheiß auf das U-Boot hier. Weil die Darren gleich hier ist. Theoretisch ist das gar kein Problem. War der? Der war hier, ne? Da irgendwo. Da ist er. Hi. Rum? Ist ein bisschen rum. Was hat schon vom Winkel? Nicht wirklich, wa? Oh, das will wehtun bei mir. Bums! Oh, bei ihm aber auch. Das war gut. Das war gut, das war gut, aber nicht genug. Für 406 mm, aber in Ordnung. So, was hat das Ding jetzt? Keine Ahnung. Es ja, ist genommen. Ja. Es ist so, da die Richtung fährt. Okay, da irgendwo. Boing. Was man braucht jetzt mal wegmachen. Jetzt brauche ich wirklich jeden Lebenspunkt hier gegen die Satsuma. Sonst wird's problematisch. Oh. Welchen Schaden bei ihm? Tops treffen nicht, das ist gut. Satsuma, fährst du jetzt so weiter oder nicht? Fährst du weiter oder nicht? Kannst du nicht mehr einlenken, ne? Drückt er mir 25k! Aua, aua! Und tschüss! Ah, hat nicht gereicht, schade! Schade, schade, Großkaliber! Was ein Duell, was ein Duell! Torpedos behind! Irgendwo da! Und ich bin dort! 2000 Leben noch! Ihre Türme kommen vielleicht nicht mehr rum, ich weiß es nicht! Kann durchaus sein. 2, 1. Der Winkel passt überhaupt nicht mehr hier. Bams! Nun stehen wir hier. Nun stehen wir hier. Nein! Hey, du Rampkört. Ach, scheiße. Oh, die Tür haben wir gleich nachgeladen. Ein bisschen anwinkeln. F-Skill nutzen. Einfach alles. Hat er mich. Schade. Der Zuma ist immer noch Endgegner. Natürlich auch mit der Main. Lieber technisch, da war es für ihn natürlich deutlich einfacher. Aber schön noch runtergespielt. Scheiße, ich muss einen Zieher gerade bei ihm gemacht haben. Er hat ihn so schön unter die Türme getroffen. Ärgerlich, dass die hinteren Türme nicht rumkamen. Dauert halt sehr lang. Unbedingt Elite-Kapitän raufpacken auf der Main. Unbedingt die schnellere Turmdrehung mitnehmen.
Das ist essentiell wichtig hier. Gerade mit den 406er müsst ihr eh immer mal gucken, wo ihr denn doch gut arbeiten könnt mit eurer Hauptbatterie. Und da muss das einfach sein. So, komm, Bungo, rotz weg. Hauptsache stirbt er jetzt nicht. Felix, mach keinen Mist. Und er hat ihn. Sauber. Nice. 237.000, erste Runde. Kann mich nicht beschweren. Hab ich aufgenommen? Oh Gott sei Dank, die Aufnahme läuft. Ja, mal gucken, nicht, dass die Aufnahme hier abgespielt ist. Nächste Runde den 30.000, direkt tot. Frag mich, wo die Gato die ganze Zeit ist. Der ist ja seit Anfang an jetzt hier verschollen. Ist auch geil, dass beide U-Boote bloß erleben. Was eine Runde, ey. Was eine Runde. Gut, gucken wir uns mal das Endergebnis an. Da sind wir auch schon in der Endauswertung. 1 Million Credits. Yes! Bonuspaket ist gekauft und blaue Boniwand ruft. Bitte nicht wundern. Normalerweise hätte ich hier deutlich weniger bekommen. 237.000 Damage. Unterstützer bekommen haben wir. Vernichtender Schlag bekommen. Großkaliber. Geil. So macht Spaß. Den Holz hier mal richtig ausgespielt. 2560 Grund-EP. Knapp über der Hannover. Hannover hat auch super gespielt. Kann man nicht anders sagen. Und Trellix, der hat uns hier den Arsch gerettet. Der hat nämlich die Satsuma dann noch gekillt. Ich meine, wir hätten so oder so gewonnen. Und das eine U-Boot wurde gerade noch erwischt. Der wollte, oder besser die Dings hier, die Daring ist ganz dicht an die U-4501 rangefahren und der hat versucht, noch Tops rauszuhauen. Und durch den Shotgun-Nerf hat die U-45 bei der Daring irgendwie gerade mal 800 Schaden gemacht. Hat nicht so wirklich funktioniert. Und die Daring konnte ihn dann mit Bomben weghauen. Endlich eine geile Änderung. Preußen 83.000 gedrückt, die arme Sau mit 35 Treffern. Autsch! Dazu mal haben wir mit 21 Treffern 42.000 gedrückt. Da hatte ich Pech, die Schuss, die wir da abgegeben haben, die 8 Schuss, da haben nicht viele getroffen, ich glaube 4 Treffer von den 8 und da war auch bloß eine Zita dabei, sonst hätten wir den noch aus dem Leben gebombt, das war ärgerlich. Ja, Patrick so ein bisschen Kleckerschan, Takahashi ein bisschen geärgert, Gato auch getroffen, alles so ein bisschen. Rauden 35.000 gedrückt mit 8 Treffern. Die arme Rauden. Schönes Ding. 33.000 Spotting Damage gemacht, 2 Millionen haben wir weggetankt, war doch in Ordnung. 185.000 habe ich insgesamt gefressen. Wahnsinn. Torpedo 4 Stück, das war durch das U-Boot leider. Und bei der Hauptbatterie, da war es hauptsächlich die Satsuma. 18 Treffer, 80.000. Nochmal 510 mm. Scheißegal, wie du stehst mit deiner Main, auch mit deiner Montana, auch mit deiner, ach egal, was selbst mit der Ushakov. Satsuma ist halt nun mal immer noch der stärkste Elf und da wird die Main auch nichts dran ändern. Aber sie wird vielleicht eine spaßige Alternative, damit man nicht bloß immer Satsuma fahren muss. Weiter geht's, Runde Nummer 2. Weiter diese Runde. Tränen der Wüste sind wir unterwegs und wir haben lauter 9er und 10er jetzt hier am Start, die wir besiegen wollen. Hallöchen, Friederike. Wen haben wir da noch? Eine Azuma. Azuma wäre jetzt ein schönes Ziel gewesen, aber den schießen wir jetzt mal lieber. Und ich muss ein bisschen aufpassen. Wir haben nämlich viele DDs dabei, U-Boot dabei, 2 Kreuzer sogar nur dabei, Rest sind Schlachtschiffe. Aber wir sind völlig drüber hier mit T11 in der Runde. Geht rein. Bums. Sehr schön. Wie viele Treffer? 5, 6, 7, 8 Treffer. Aber 6, 3 gemacht. Frech. Der Kasse offen. Oh nein, sitzt so gut wie tot. Genau, und ich wurde nämlich schon getoppt, das dachte ich mir. Ich muss nachladen. Oh, es dauert zu lang und ich kann nicht mitschießen. Scheiße. Hätte ich die Salve mal aufbewahrt. Oh shit. Gerade auf der Karte ist das fatal, wenn man hier am Anfang gleich den Zerstörer verliert. Ganz schwer hier sich davon nochmal zu erholen, muss man leider sagen. So, Friedrich, friss. Ist so richtig. Also, man kriegt mich nicht abgefackelt, ist gut. Patri hier, Adatara hier. 5.000 nehmen wir. Danke für den Smoke. Brauchen wir nicht, aber danke. Hopp, da werden wir auch beschossen. Minnesota-Salve. Gefährlich. Ja, oh. Und das war noch in Ordnung. Alles schick. Oh, warum? Why are you going to see? Is there some honey? Das ist eine gute Frage. Wollen die Gegner alle hier? Das ist eine echt gute Frage. So gut wie alle hier, ne? 2, 4, 6, 7 Leute hier. Ein DD jetzt auch gestorben drüben. Geil, U-Boot ist in der Mitte. Kommen wir leider noch nicht an. Schade. Minnesota, friss mal bitte. Oh ja. 25.000. Das war eine schöne Salve. Oh. Minnesota vorhalten ist immer sehr einfach. Bäh, was kommt da in alles? Aber weiter, Isubu. Komm, mein Torpschutz. Ich glaube, die Shima ist da. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber irgendwie so ganz leichte Vibes in diese Richtung spüre ich, dass die Shimakaze vielleicht da ist. Ich weiß ja nicht, wie ihr das so seht. Da kommen gerade 15 Gründe, da nicht hinzufahren. Bom, bom, bom. So, jetzt müssen wir aber langsam safe sein. Bin ich schon zu weit gefahren? Nö, sieht gut aus. Sieht gut aus. Tops ausweichen. Easy. Mach ich zu gern.
Da geht meist schon ganz automatisch das Ausweichen. Denn wenn da die Shima ist. Ist ja egal. Dann ist da die Z. Alles hier. Ampel nicht, der ist da oben. Wie Deibel. Ich hab 5 Heilungen, ich zünd mal schon mal eine. Vielleicht kann es passieren, dass doch sehr viele Torps uns nochmal treffen. Ist ja schon guter Damage Output, wenn auch bloß auf kleinere Schiffe. Oh mein Gott, so ist es nun mal. Sandra, Sandri. Der will mich abfackeln, oder? Da, ein Punkt. Okay, um mich geschossen. Okay, hat auf Adatara geschossen. Also zielgerichtet aus, aber ich war ja gar nicht offen. Oh, Z fast down. Die langsamen Granaten auf die DS auf 18 Kilometer brauchst du nicht wirklich probieren zu schießen. Kannst es probieren. Ich meine, es ist ja wie eine Schrotflinte hier eigentlich. Die Wahrscheinlichkeit, dass der einmal kurz einlenkt, ist so hoch, dann wird deine gesamte Salve daneben gehen. Rolana macht das hier aber sehr gut. Den werde ich ihn ja auch loben. Außer er beleidigt noch rum oder macht sonst was. Der macht das bisher sehr, sehr schön. Obwohl wir gleich die Idee verloren haben, er gibt hier nicht die Flanke auf. Er versucht weiterhin, das da zu schaffen. Wie ein Gondelwitt-Flieger. Er versucht es weiterhin. Das muss man erstmal schaffen. Das muss ich erstmal trauen. Und leider viele, die hätten in dem Moment jetzt schon längst aufgegeben. Kommt ja alles. Schieben wir, ob die immer noch da ist? Ich hoffe mal nicht. Die würde wohl weggefahren sein. Aua. Witzen 3, bin immer noch offen. Ich glaube, wir haben ein Problem. Genau wie dieser Azuma jetzt ein Problem hat. Du bist Azuma, was schön mit dir. Oh, 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 oh. Main Target down. Bums. 51.000. Schönes Ding, schönes Ding. So, ich brenne. F-Skill an. Nachladzeit nehmen wir jetzt schön mit, haben jetzt 29,3 und der Schaden von dem einen Brand wird jetzt so gesehen negiert. Statt die knappe 11.000, 12.000 macht er jetzt bloß noch 3.000. Das nehmen wir gerne mit. Aber so profitiere ich davon sogar von dem Brand, dem ich einfach jetzt hier wunderschön nachladen kann. Schöne Kombination, macht Spaß. Das, meine Freunde, hätte übrigens die Ushakov kriegen müssen. Es wäre da viel sinnvoller gewesen als der Schwachsinn, was die Ushakov bekommen hat. Weißt du spontan, was der F-Skill von der Ushakov ist? Ja, genauso sinnvoll ist das Ding. Genauso sinnvoll ist das. Sehr schön, Azuma's down. Gut. Gut, 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 gut. So, was haben wir hier? Minnesota kommt da. Der guckt jetzt halt her. Oh, der Sandra fährt ja geil. Sandra, Sandra. Scheiße, der Zugang ist sehr ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Zitadelle! I like this shit. Bäumchen? Patri? Patri wird mich jetzt übel treffen. Hätte es noch hier, ne? Dolana aber auch. Ist ein Schiss, dass die Shima mir hinterher fährt. Oh, 4-5. Da hinten ist ein 5er Werfer. Friedrich getroffen. Ich fahre irgendwie gleich von der Karte, wenn ich so weiterfahre. Den haben wir schon ewig nicht mehr gesehen. Ist ein Schiss, dass der mich erwischt. Da ist ein 5er Werfer. Müsste eigentlich von der Shima sein. Der muss eh gleich einmal drehen. Das wird hier sowieso nichts. Muss eh gleich drehen. Kommen wir nämlich nicht mehr rum. Darum müssen wir so lang die Türme auch mal drehen. Oh, 144k nach knapp nicht mal 8 Minuten. Nehme ich. Nehme ich. Da ist die Shima. Ich wusste es. Der ist noch hier. Ich hab's doch gewusst. Der ist tatsächlich noch hier. Mal gucken, was Tops geschmissen hat. Und jetzt auf jeden Fall in die Richtung, womit er jetzt vielleicht nicht rechnet, in der Hoffnung, dass die Torps nicht reingehen. Übersetzt heißt das, ich fahre gleich in 15 Torps, weil er natürlich genau dahin torpt. Ich muss treffen, sonst geht gleich der F-Skill runter. Das wäre ganz doof. Minnesota fahrt doof weiter geradeaus. Das machst du. Perfekt. Bitte, bitte, wichsen einer. Oh, ein Glück. Ein Glück, ein Glück, ein Glück. Ist noch nicht ganz voll, aber... Okay, der F-Skill wichst nicht runter. Ich hätte nämlich gerne die Aufladung von dem Minnesota down. Sehr gut. Jo, jo, Johann de Witt. Wie da? Sandari, Sandara. 3, 2, 1. Irgendwo da. Feuer! Ein Hit, wichsen, ein Hit. Solana hat ihn gekillt. Wunderschön. Warte, Runde. Abpraller. Ist in Ordnung. Zählt auch dazu. Hauptsache getroffen. Ja, Hauptsache getroffen. Ist ein bisschen schwieriger hier, weil wir direkte Hits halt brauchen. Normalerweise für den F-Skill und Co. brauchst du bloß so Bereichschaden um die Schiffe herum. Hier ist es aber tatsächlich so, dass wir die Gegner auch treffen müssen. Sprich ist das F-Skill auf einem höheren Niveau. Die Ausbeute ist natürlich auch geil. Du negierst halt hier komplett den HI-Damage, ne? Also nicht komplett, aber
65% weniger ist halt schon eine Ansage. Das geht schon in die Richtung, da kotzt der HI-Schießer doch ein bisschen sehr doll. Patri hängt am Arsch der Welt, das wird nichts, Dorlane. Alter, du wirst sowas von gelobt von mir. Der hat fucking schon 4 Kills, jetzt 2 DDs jetzt alleine rausgenommen. Träumchen. Richtig toll gemacht. So, Patri, kommen wir nicht mehr an. Nette Runde. Nette Runde. Die können wir nicht mehr machen, Team ist einfach zu stark. Johannewit können wir nochmal beschießen, das ist gut. Ah, nein! War die Aufschaltung noch an? Nein, es geht voll berg. Shit, ich hab gezögert. Ich hab gezögert. Oh, da war der kurz offen. Dorlane ist noch down. Unverdient von der Zed. Ach, die Zed lebt sogar noch. Der ist sogar noch am Leben. Die Shima hatte er gerade getötet, stimmt. Shima, die Shima. Oh, ärgerlich. Das wäre eine schöne Salve auf Johannewit jetzt gewesen. Patrick kommen wir immer noch nicht an. Patrick fährt immer weiter weg. Shit. Bottet. Bottet durch die Z wahrscheinlich. Johanne wird immer noch dahinter. Mist. Rächt sich gerade, wie ich gefahren bin. Hätte gerade runterfahren sollen. Mich vorhin nicht so weit verdrängen lassen sollen. Aber ich hab so ein Gefühl gehabt, dass die Schimmer bei mir hängt. Und es war ja wirklich so. 12 Kilometer entfernt. Saugefährlich. Da macht dich die Schimmer sowas von klar. Hm. Ja, irgendwo da ist die Z. Entweder weiter da hinten oder hier vorne schon irgendwo. Wobei das jetzt schon 7, ne? Könnte immer noch da vorne langfahren. Ja, mal gucken. Mal kicken, mal kicken. Da kommt Torps. Das ist also da irgendwo. Naja, guck mal. Oh. Türmchen rum. Türmchen, Türmchen, Türmchen rum. Hallöchen, Johannewit. Der lenkt gerade voll weg. Darum habe ich höher gehalten. Der lenkt sowas von voll weg. Und Batsch! 2-7. Naja. Ich hatte doch nicht so doll weggelenkt. Leider muss ich aufbauten, umgetroffen. Türme, dreht euch! Der Nachteil an den Türmchen. Packet mich doch mal einer ab hier! Wozu habe ich den Skill denn mitgenommen? Aber was ich wirklich sagen muss, Brandschutz vermisse ich null. Obwohl das sogar ein empfohlener Skill ist. Ich verstehe gar nicht, warum. Wieso den sie hier als empfohlenen Skill auch draufgepackt haben. Gerade der wäre doch hier eigentlich super dafür. Und tschüss. Quatsch. Okay. So, Patri, dann wollen wir mal. Bam, bam. Patri, Patri. Patri könnte schnell sein, muss aber nicht. Und nicht getroffen. Ja, nee, ist klar. Ist klar. Hm, lenkt er weiter ein? Doch, er lenkt immer noch weiter ein. Da. Feuer! Franzosen immer schwer zu treffen mit den langsamen Granaten. Ist immer so ein Akt, je nachdem, ob die jetzt auch nochmal einlenken oder nicht. Treffer! Geil! Cap nehmen wir auch noch mit. Träumchen. Schnell an der Seattle vorbeifahren, wenn eine Salve kommt, dass die Seattle die fängt. Ditch! Bin Teamplayer. Ich benutze mein Team. Immer. Gerne. Boah, weg ist er. Hohoho, ho, ho, was eine Runde. Yes! Leute, das Ding ist geil. Ohne Scheiß, das Ding ist geil. Ich hab Spaß. Oh mein Gott, ich hab Spaß. Hätte ich nicht gedacht. Dachte echt, das wird ähnlich wie beim Conquer und bei der Devastation. Ja, paar Rohre mehr, dafür höhere Nachladzeit. Im Endeffekt fühlt sich das ähnlich an. Aber diese breite Masse, diese 16 Schuss, da geht so verdammt viel rein. Das ist einfach was Geiles. Oh. Kartoffelchen übrigens, mein Presseaccount, bitte nicht wundern. Mit der Main Kill gemacht, 1865 Grund-EP und was soll ich sagen, das sind meine ersten beiden Runden und fürs Review werden die auch erstmal reichen, auch wenn die zweite jetzt eine Abschlachtrunde war, die erste war dafür super spannend. Geiles Schiff. Hier, guckt es euch an, ich habe es noch nicht mehr gespielt, das sind meine ersten beiden Runden. 0:13, 0:29, vorhin noch gestreamt, ging 22:30 aufgehört, was gegessen, war kurz duschen. Jetzt habe ich mich hier nochmal rangesetzt. Direkt gleich so eine Mörderrunde, 237.000, 178.000. Das fühlte sich nicht schwer an, jetzt auf den Schaden hier zu kommen. Klar, du musst dich mit den amerikanischen Schlachtschiffen ein bisschen auskennen, da gehe ich mit. Du musst mit den langsamen Granaten, mit dem Vorhalten, gerade bei der Patria habe ich es auch gesehen, da habe ich die ersten beiden Salven zu weit hinten. Dann, ach scheiße, weiter vorne und dann geht das auch. Die haben halt immer gerade die super schnellen Schiffe, haben halt immer die Möglichkeit abzubremsen, wegzulenken. Das muss dich dann nicht ärgern, weil
Es ist einfach so, dass die Granatgeschwindigkeit hier mit den 732 Meter, 762 Meter pro Sekunde hier bei AP, es ist der unterste Bodensatz. Und damit musst du halt umzugehen wissen. Kleiner Tipp, was ich selber kaum mache, aber eigentlich machen müsste, wenn ihr euch unsicher seid, ob der gleich abbremst und einlenkt, schießt nur mit einem Turm. Ein Turm so vorhalten, wie ihr es vorstellt, dann seht ihr schon, oh, er guckt, bremst ab, dann ein bisschen versetzt und dann ein bisschen runterhalten, weil er einlenken sollte. Dann hast du die Chance, die Line, die entlang fährt, entlang zu schießen. Müsste ich viel mehr machen, aber werdet ihr nicht oft sehen. Ich mag dieses Gefühl, dass die gesamte Hauptbatterie gleichzeitig schießt, wie man Schlachtschiffe halt so spielt. Schlachtschiff Kevin. Tschut, tschut. Ja, ich weiß. Ich spiele schon lange, aber es ist immer noch ein geiles Gefühl. Die Main, meine Freunde. Ne, habe ich euch vorhin ja schon gezeigt, was ich alles verbaut habe. Ich fühle mich damit sehr wohl. Hier unbedingt die Genauigkeit mitnehmen. Wir haben keine gute Genauigkeit und dadurch könnt ihr das hier wirklich maximal pushen. Kann man nicht anders sagen. Scheiß auf die Nachladezeit. Ich weiß, 12% ist eine Menge, aber das Ding hier ist einfach geiler. Genau schon wie bei der Montana, Iowa. Nee, bei der Norca nicht. Ist ja T9-Modul. Schon bei der Iowa habe ich es auch mitgenommen. Bei der Ohio habe ich es auch mit drin. Das Ding ist Pflicht. Es ist für die Amis einfach Pflicht. Ihr habt es gerade gesehen in den Runden. Und allgemein mit den Amispieß sehr gerne. Nehmt ihr das unbedingt mit. Nicht die Nachladezeit. Und um Gottes Willen, erhöht nicht die Reichweite hier der Hauptbatterie. Niemand können wir gar nicht. Doch, können wir hier unten 60%. Nehmt nicht das mit. Wehe, ich sehe irgendeinen damit rumfahren. Wir haben jetzt genug Reichweite. Schneller drehende Türme, gerade hier extrem wichtig. Wir kommen auf 31,3. Ist ein guter Wert, aber es ist trotzdem lange. Ihr habt es gerade gesehen. Gerade im Wechsel, wenn ich die Seite doch mal gewechselt habe, war es sehr nervig, dass ich das so machen musste. Ne? Einen Hinterkopf behalten. So, dann würde ich mal sagen, meine Freunde, das war das Review zu Main. Special kommt natürlich auch noch. Heute, wenn das Review gerade rauskommt, am besten heute Abend im Stream einschalten. Da werde ich es auch nochmal ausgiebig fahren. Da könnt ihr euch drauf freuen. In den nächsten Tagen kommt hier das Main Special. Und wer das Review jetzt bloß gesehen hat und schon ein bisschen Zeit vergangen ist, so ein paar Wochen, Monate etc., einfach mal Main Team Krado bei YouTube eingeben, findet ihr sofort die Videos dazu. Da findet ihr alles. Geiler Elfer, macht Spaß, fühlt sich nicht zu stark an, fühlt sich genau richtig an. Einfach eine weitergedachte Montana, die einfach bloß eine Montana auf Crack darstellt. So macht Spaß. Der F-Skill ist geil. Das ist wohl einer der besten F-Skills, die wir aktuell haben, weil er extrem gegen das aktuelle Meter schießt, was halt gerade gegeben ist. HE. HE mit den Bränden. Denkt an den Doppelbrand von vorhin. Boah, Doppelbrand gefressen. Und ich habe, sage und schreibe, statt 24.000 habe ich gerade mal 6.000, 7.000, 8.000 gefressen. Und habe dafür aber die ganze Zeit, wie ich gebrannt habe, einfach mal die Nachladezeit reduziert um 10%. Das ist verdammt geil. Das nehmen wir natürlich gerne mit. Der Skill hier echt Gold wert. Man könnte das jetzt auch noch weiter spinnen. Das Problem dabei ist bloß, warte mal, theoretisch bei Doppelbrand war es ja sogar noch mehr. Der zusätzliche Bonus für jeden zweiten und weiteren Brand bei Wasserbruch ist nur noch halb so hoch. 15% hatten wir jetzt, Ladezeit minus 5%. Man könnte es jetzt noch weiter spinnen. Wir könnten jetzt das theoretisch noch weglassen. Grundlagen der Überlebensfähigkeit könnten die drei Punkte anderweitig verteilen. Beispiel Sekundäre noch erhöhen oder superschwere. Die könnte man rein theoretisch auch mitnehmen. Superschwere AP-Granaten könnte man noch mitnehmen. Und dass wir rein von einer Brandzeit her auf den Wert kommen, wie wir mit dem F-Skill negieren können. Das Ganze ist für 45 Sekunden aktiv. Bedeutet, kriegen wir es so hin, dass unsere Brände, die wir bekommen, maximal 45 Sekunden brennen, könnten wir maximal davon profitieren, wenn wir brennen mit der Nachladezeit. Interessante Spielweise und muss ich sagen, das erste Schiff, wo man wirklich mal komplett skillungstechnisch umdenken kann, wo man hier wirklich bei den Schlachtschiffen mal sagen kann, ey, da kann man, also bei den Hybridschiffen, da war es ja sowieso schon so, bei Devastation, bei den HI-Schleudern mit der guten Heilung auch, aber sonst alle anderen, Sekundäre oder normale Tankbild, ja gut. Aber hier könnte man wirklich mal ganz auseinandergehen und eigentlich bewusst längeren Brandschaden haben wollen. Bedenkt bloß, der F-Skill muss natürlich auch aktiv sein. Und werdet ihr gerade runtergefahren oder der läuft aus und ihr brennt dann wieder. Nun ja, 17 Treffer auf den Gegner müsst ihr ungefähr machen, um das Ganze wieder aktiv zu kriegen. Ah, schwierig. Eher was für sehr geübte Kapitäne dann. Aber hat absolut Potenzial. Die Main, meine Freunde, ein Monster, das ich in Zukunft sehr gerne spielen werde. Montana liebe ich ja schon, Ohio sowieso. Und die Main ist hier wirklich ein toller Nachfolger von einem schon extrem geilen T10-Schiff. Eure Meinung zum Main? Gerne in die Kommentare. Bewertet nicht vergessen, fleißig kommentieren. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, auch Kanalmitgliedschaft da lassen. Dankeschön an alle, die das machen. Dann sehen wir uns schon bald wieder hier im nächsten Video bei Team Krado.